An meiner Seite begrüße ich das Team der Hamburger Groundfighters BJJ. Samuel, der erste Kampftag ist vorbei, dein Fazit? Ich bin richtig zufrieden mit allen Jungs. Ne? Ja, die erste Runde haben wir gegen die Jungs aus Hannover gekämpft. Hat sehr gut wir haben sehr gut gemacht, glaube ich. Ne? 30 zu 3. Ne? Und ja, wie gesagt, die zweite Runde haben wir getroffen mit dem Team von Nico Lohmann. Ne? Sind sehr starke Leute, sehr erfahrene Leute. Ne? Ich bin auch ganz zufrieden, auch wenn wir verloren haben. 10-17. Ne? Aber ja, wie gesagt, meine Jungs sind alles oder fast alles Blaugurter geworden vor einem Monat. Sie haben gegen Schwarzgurter gekämpft, Lilagurter gekämpft. Ich glaube, sie haben sehr gut gemacht. Ne? Und auf jeden Fall, nächstes Mal kommen wir mit einer besseren Vorbereitung. Das wäre nämlich jetzt zuerst mal meine Frage. Ihr seid ja neu dieses Jahr in die DGL gestartet. Was habt ihr euch für Chancen denn überhaupt im Vorhinein ausgerechnet? Nochmal bitte. Die Chancen, die ihr euch ausgerechnet habt für den ersten Kampftag. Es sind ja sehr starke Teams wie Sparta Essen dabei, die schon mal die deutscher Meister geworden sind. Ja. Wie habt ihr im Vorfeld eure Chancen ja, ausgewertet? Ja, wir finden, wir haben eine gute Chance, ne, von der, eine gute Arbeit machen. Ne. Und ja, ich hatte schon mal gedacht, dass die Leute hier sind sehr stark, ist nicht genau die Spiele, die Regeln, ne, wo wir immer kämpfen. Ne, aber trotzdem, ja, wir müssen uns ein bisschen adaptieren und diese Spiele. Und ich bin sicher, dass wir können eine gute Leistung haben. Vielleicht noch mal kurz mit Frauenvertreterin Ana Jagues. Viele haben es ja schon auf der FIBO gefeiert, dass dort Mädels im Einsatz waren. Wie sehr schätzt du jetzt die Chancen ein, dass demnächst auch die Mädels im Team bei der DGL mitmischen können? Also es gibt ganz viele Frauen, die doch kämpfen wollen und in der Tat, die fragen immer nach, ob sie kämpfen können gegen die Männer. Ja, also in die untere Gewichtsklasse bis 65 habe ich gehört von zwei Mädels heute, die kämpfen wollten gegen die Männer. Also die befürchten nicht, die wollen kämpfen, aber das Problem ist, wenn alle Klasse belegt werden muss, das ist möglich. Es gibt noch nicht so viele Frauen. Aber ich denke, wenn bei der nächsten Session zur Zweitklasse gewählt wurde, minus plus 60, dann konnte auch in jedem Team auch eine Frauenklasse geben. Auf jeden Fall. Und es gibt Frauen, die Männer gewinnen können. Das ist keine Frage. Zum Beispiel die Charlotte von Baumgarten von Berlin, die hat das schon Städt bewiesen. Ne? In der Vergangenheit habe ich auch gegen Männer gekämpft. Heutzutage mache ich das nicht mehr, aber es ist machbar. Ne? Also eine ganz klare Kampfansage. Die Männer können sich schon mal warm anziehen. Spreche ich mit einem Aktiven, der auf der Matte war. Zufrieden, haben wir schon gehört, ist der Trainer. Zufrieden auch das ganze Team? Ja, also ich denke, wir sind alle sehr zufrieden. Klar gab es Probleme in manchen Kämpfen, aber in der Summe sind wir zufrieden. Und ich möchte auch gerne mal allen meinen Freunden danken, mit denen ich halt hier hingereist bin. Also es ist ja auch nicht jetzt irgendwie üblich, dass man halt in einer Nacht zusammen schläft. Und wir haben uns alle super gut verstanden. Wir halten alle zusammen. Wir haben uns alle gegenseitig angefeuert. Und das war auf jeden Fall sehr schön. Ja, dann Samuel, gehört dir das letzte Wort. Zweiter Kampftag, was können die Leute erwarten? Auf jeden Fall ein Team mit einer noch besseren Vorbereitung. Ne? Und ja, den zweiten Kampftag können wir ja, Vollgas. Also mathematisch ist noch machbar, dass wir halt Erste der Gruppe sein können, aber jetzt leider hängt nicht mehr von uns ab. Jetzt hängt auch von der Leistung von den anderen ab. Und es ist nicht gut oder nicht schön, von anderen abhängen zu müssen, ne? Weil jetzt ist halt nicht mehr in unsere Hände. Aber wir werden das gut machen. Ne? Und dann ist alles, was wir machen können. Aber das gibt es auch in anderen Sportarten und da endet es auch manchmal spannend und überraschend. Wir werden gespannt, das beim zweiten Kampf da verfolgen. Euch für die Zukunft alles Gute und bis bald. Ja, ich möchte auch mich bedanken. Ja. Ne? Unsere Sponsors, Batskis, Stahlbau, ne? Woman Army, ne? Und auch Grüße von den Leuten von Smash, okay? Für die tolle Uniformen. Okay? Die letzte Sekunde geliefert haben, aber rechtzeitig noch. Ja. Sehr gute Design. Sehr gute Arbeit. Alles klar, danke schön. Okay. Danke fürs Interview.